Hey Leute, Baba Survival hier. Ja, heute ist es endlich soweit. Heute kommt der zweite Teil über das Scharfskarabiner im Kaliber 45. Dieses Video wollte ich eigentlich schon letzte Woche gemacht haben. Allerdings kam da der München-Trip dazwischen und ich musste halt noch ein paar Erledigungen machen für diesen Trip. Und zu diesem Trip wird es im Forum auch noch ein Thema geben, in dem ich halt einiges erzählen werde, was ich dort erlebt habe. Und wie das ganze Seminar so abgelaufen ist. Und ja, wie gesagt, heute kommt der zweite Teil. In diesem Teil geht es um ein paar mehr technische Details und wie der Scharfskarabiner an sich funktioniert. Ja, falls wer von euch noch nicht das erste Video gesehen hat, hier werde ich das erste Video nochmal einblenden. Dort könnt ihr auch nochmal reinschauen. Dort gibt es auch schon die ersten Infos zu diesem Gewehr. Und ja, jetzt werde ich euch erstmal noch ein paar Infos zu diesem Gewehr erzählen. Und zwar ist es ein Sharps-Karabiner und dieser Sharps-Karabiner ist ein Schwarzpulver-Hinterlader mit Fallblockverschluss. Ja, kommen wir nun zum Verschlusssystem. Und zwar ist das ein Fallblockverschluss. Und der Fallblockverschluss ist das Herzstück dieses Gewehrtyps und typisch für alle anderen Sharps-Modelle. Das heißt, jedes Sharps-Gewehr hat einen Fallblockverschluss. Den Fallblockverschluss sieht man jetzt schon hier. Und ich zeige euch jetzt mal die Details. Und zwar haben wir hier einmal den Hahn. Den ziehe ich jetzt einmal zurück. Und jetzt befindet sich der Hahn in der Laderast. Wenn ich jetzt den Abzug betätige, tut sich nichts. Das ist auch richtig so. Das ist eine Sicherung. Und jetzt haben wir hier Einsicht auf den Piston. Der Piston ist... ja, der Pinnückel für das Zündhütchen und dieser ist halt für die Perkussionszündung verantwortlich. Und wenn ich jetzt den Hahn noch einmal spanne, bin ich in der schussbereiten Rast. Das heißt, würde ich jetzt den Abzug betätigen, würde der Hammer auf das Zündhütchen aufschlagen und durch den Piston, durch den Verschluss, würde der Zündstrahl dann in die Patronenkammer gelangen und dort das innenliegende Schwarzpulver entzünden. Ja, wie funktioniert jetzt der eigentliche Ladevorgang? Ich werde das jetzt einfach mal trocken demonstrieren. Und zwar spannen wir dafür den Hahn wieder in die Laderast. Und jetzt haben wir hier unten eine zusätzliche Sicherung, um den Abzugsbügel zu sichern. Den brauchen wir nämlich jetzt, um den Verschluss zu öffnen. Wir haben hier einen Knopf, den drücke ich mit dem Mittelfinger runter und mit dem Zeigefinger schiebe ich diese Sicherung nach hinten. Jetzt ist der Abzugsbügel entsichert und wir können diesen einmal aufklappen. So sieht das Ganze dann aus. Hier sieht man den Fallblockverschluss und jetzt hat man Zugriff auf das Patronenlager, wie man hier sehen kann. Ja, das Patronenlager hat eine Länge von ca. 61,5 mm und einen Durchmesser von 12,5 mm. Ihr merkt also schon, das Patronenlager ist etwas größer als das Kaliber. Das ist auch richtig so, denn die Hülse muss ja schließlich Platz finden. Und es ist natürlich auch wichtig, damit man die Hülse wieder rausbekommt und nicht mit in die Zügel gedrückt wird. In diesem Zustand wäre das Gewehr jetzt bereit zum Laden. Und bevor ich euch jetzt demonstriere, wie das Laden an sich vonstatten geht, zeige ich euch erstmal die einzelnen Patronensorten. Ja, hier haben wir also eine kleine Auswahl von Patronen. Hier links haben wir eine Papierpatrone, die üblich für diesen Gewehrtyp ist. Und hier haben wir eine Patrone mit Messinghülse. Keine Sorge, für die Leute, die jetzt irgendwelche Bangen haben, diese Patronen sind nicht gefüllt, außer die Papierpatrone. Allerdings ist dort auch kein Schwarzpulver drin, sondern einfach nur Grieß. So, die Patrone, die Messingpatrone ist eigentlich ganz simpel aufgebaut. Wir haben hier einmal die Messinghülse an sich. Hier haben wir die Öffnung, wo dann der Zündstrahl hineingeleitet wird
um das innenliegende Schwarzpulver zu entzünden. Und hier haben wir einmal solch ein Geschoss. Es ist ein 380 Grain Geschoss im Kaliber 45, also ungefähr 11,45 mm. Und es ist eigentlich ganz einfach. Zum Laden wird einfach nur die komplette Hülse mit Schwarzpulver gefüllt bis zum Rand und dann wird das Geschoss aufgesetzt. Beim Aufsetzen wird das Schwarzpulver ein bisschen komprimiert, das ist wichtig. Ansonsten kann es nämlich sein, wenn man noch ein bisschen Luft in der Hülse hat, dass dann ein Überdruck entsteht und so das Ganze dann platzt. Das wäre nicht gut. Da könnte man sich schwere Verletzungen holen. Das Gewehr würde zerstört werden und das ist natürlich nicht im Interesse. So, kommen wir jetzt zum Ladevorgang und da machen wir es so, wie wir es gerade eben gemacht haben. Wir spannen den Hahn einmal in die Laderast, entsichern hier unten und jetzt öffnen wir die Patronenkammer und wie man hier sehen kann, alles offen. Man hat jetzt hier oben eine kleine Führungsschiene. Und erstmal werde ich euch das mit der Messingpatrone demonstrieren. Und zwar legt man die dafür einfach hinein. So, und jetzt drückt man die Patrone in die Züge rein. Manchmal braucht man da ein bisschen Kraft für. So, wie man jetzt hier sehen kann, ist die Patrone im Patronenlager drin. Jetzt einfach nur noch zuschnappen lassen. Müsste man theoretisch nur noch ein Zündhütchen aufsetzen, den Hahn komplett spannen und das Gewehr wäre schussbereit. So, kommen wir nun zu der Papierpatrone. Bei der Papierpatrone ist der Ladevorgang eigentlich fast identisch. Was ich jetzt gerade eben vergessen habe zu erzählen ist, die Papierpatrone muss etwas länger sein als die Messingpatrone. Wenn man sich jetzt mal hier den Vergleich ansieht, sieht man schon, die Papierpatrone ist um einiges länger. Warum das so ist, werdet ihr gleich sehen beim Ladevorgang. Was natürlich auch wichtig ist, was jetzt hier nicht zu sehen ist, normalerweise müssen die Geschosse noch gefettet werden. Das habe ich gerade eben auch vergessen zu erzählen, erzähle ich euch jetzt an dieser Stelle. Und zwar diese Fugen hier, wie man sie hier sieht, diese müssen alle mit Geschosswachs gefüllt werden. Liegt ganz einfach daran, um den Lauf zu schonen und um ein besseres Trefferbild zu erzielen. Das ist eigentlich so das, wofür man Geschosswachs nutzt, beziehungsweise Geschossfett. So, kommen wir nun zum Ladevorgang von der Papierpatrone. Hier entsichern wir erste Laderast, Verschluss öffnen. Jetzt haben wir die Papierpatrone. Die Papierpatrone müssen wir jetzt einmal, wie auch bei der Messingpatrone, komplett hineinschieben und in die Züge reindrücken. So. Jetzt haben wir hier noch den Rest überstehen und diesen jetzt einfach nur einmal abreißen, sage ich jetzt mal, das macht man, indem man den Verschluss dann einfach zuschnappen lässt und jetzt einfach nur noch den Rest, in dem Fall wäre das ja jetzt hier Schwarzpulver, das muss man so gut wie möglich beseitigen, ansonsten könnte man sich nämlich Verbrennungen im Gesicht holen, das wäre nicht so schön. Jetzt würde man theoretisch wieder das Zündtütchen aufsetzen und das Gewehr wäre bereit zum Schießen. Ich zeige euch jetzt mal eben, wie das Ganze aussieht bei so einer Papierpatrone. Und zwar sieht man jetzt hier, dass der Grieß, beziehungsweise im Ernstfall dann halt das Schwarzpulver, frei liegt. Das heißt, hier würde auch der Zündstrahl jetzt das innen befindliche Schwarzpulver entzünden. So, ich habe die Hülse jetzt nochmal rausgeholt und hier sieht man jetzt den Grieß, im Ernstfall halt das Schwarzpulver und auch komplett gefüllt.
Genauso wie bei der Messingpatrone darf hier nämlich keine Luft mehr zwischen Ende des Patronenlagers und Projektil sein. Ansonsten hat man nämlich wieder diesen enormen Druck, der zur Explosion führen kann. Und so sieht dann diese Patrone aus. Ja, wenn man jetzt so ein dickes Papier nimmt, wie ich das hier genommen habe, kann es natürlich sein, dass beim Abschuss noch Restpapier in der Kammer bleibt. Da muss man natürlich, wenn man den nächsten Schuss ladet, aufpassen, dass man nicht eine frische Patrone in die noch glühende Papier, in die glühenden Papierreste hineinstopft. Das wäre natürlich nicht so vorteilhaft. Könnte das Ganze nämlich dann einem auch so um die Ohren fliegen. Da muss man halt drauf achten. Es gibt natürlich auch nitriertes Papier. Das kann man auch nutzen. Kann man auch selber machen. Gibt genügend Anleitungen dazu im Internet. Und das war also der Ladevorgang für die Papierpatrone. Zusätzlich zu den zwei bereits genannten Lademöglichkeiten, also einmal Papierpatrone und Messingpatrone, gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Wenn man jetzt zum Beispiel keine Messingpatronen und keine Papierpatronen mehr übrig hat, kann man auch hingehen und das Geschoss an sich einfach laden. Ja, das geht und das ist auch ein großer Vorteil von diesen Sharps-Gewehren. Man geht also hin, selbe Prozedere wie sonst auch, man öffnet das Patronenlager und jetzt führt man das Projektil einfach in die Patronenkammer, lässt das kurz bis zu den Zügen plumpsen und dann nimmt man eine Art Ladestock. Ich zeige euch jetzt das mal kurz. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Ladestock von der Putzgarnitur und besser wäre natürlich, wenn man einen Ladestock aus Holz hat, so zerkratzt man sich nicht das Metall. Allerdings jetzt hier zu Demonstrationszwecken. Und jetzt drückt man einfach nur das Projektil in die Züge. Man merkt auch, wann man nicht weiterkommt. Das heißt, das Geschoss ist jetzt weit genug drin. Holt das Ganze wieder raus. Und jetzt hat man die Möglichkeit, entweder etwas Grieß einzufüllen und dann eine bestimmte Menge Schwarzpulver einzufüllen. Zum Beispiel jetzt 50 Grain. Das muss man vorher ausmessen. Oder man füllt das komplette Patronenlager mit Schwarzpulver. Das geht auch. Dann einfach nur, wie bei allen anderen Ladevorgängen auch, Patronenlager wieder schließen, Zündhütchen aufsetzen und das Gewehr ist schussbereit. Nur ein paar kurze Infos zur Geschossenergie. Und zwar die Geschossenergie, also E0. Liegt je nach Geschossgewicht und entsprechender Schwarzpulverladung bei ca. 1500 bis 2500 Joule. Das ist also schon mal eine ganze Menge, wenn man sich mal überlegt, welches Kaliber das ist. Und ja, im 19. Jahrhundert wurden damit also auch Büffel gejagt. Dementsprechend kann man sich natürlich auch ausrechnen, was man in unseren Gefilden alles erledigen könnte, sag ich jetzt mal. Wenn es soweit kommen sollte. Natürlich nicht in Friedenszeiten, ist natürlich auch ganz wichtig. So, machen wir nun ein kurzes Field Strip. Ein Field Strip ist nichts anderes als ein Zerlegen des Gewehrs im Felde, darum Field Strip, um das Gewehr eben zu reinigen und zu warten. Und dafür nehmen wir jetzt den Hahn und spann den einmal in die Laderast. Dann entsichern wir das Gewehr, um den Abzugsbügel frei zu haben. Diesen müssen wir allerdings nicht umklappen. Und wir haben jetzt hier einmal solch einen Bügel hier und einen kleinen Knopf. Ich demonstriere das jetzt mal kurz. Und zwar muss man diesen Knopf hier reindrücken und mit der anderen Hand diesen Bügel einmal umklappen. Jetzt haben wir hier den Bügel einmal umgeklappt und jetzt können wir diesen herausziehen mit ein bisschen drehen. So, ist ein bisschen schwergängig. So, jetzt haben wir diesen Sicherungsbolzen entfernt und jetzt können wir
den Abzugsbügel nehmen und den Verschluss hinausziehen. Ja, muss man natürlich vorsichtig machen, damit das Ganze nicht direkt durch die Gegend fliegt. So, das ist der Verschluss. Wie ihr sehen kann, das ist die Gasabdichtplatte. Diese sorgt dafür, dass beim Schuss der Gasdruck nicht entweicht. Das ist ganz wichtig. Das kann man hier abnehmen, die Gasabdichtplatte. Moment. So. Jetzt hat man hier einen Dichtungsring. Und hier haben wir die Öffnung vom Piston, wo der Zündstrahl dann in die Patronenkammer geleitet wird. Jetzt habe ich euch vorher schon im ersten Teil das hier gezeigt. Das hier ist nämlich der Schlüssel, um diese Abteilung rauszuschrauben. Das mache ich jetzt nicht, weil das ist nämlich eine fummelige Arbeit. Allerdings, wie man auch hier sieht, diese zwei Pinüppel und hier die zwei Öffnungen steckt man also einfach nur hier rein, schraubt das Ganze auf. Den Piston kann man auch rausschrauben und dann kann man das Ganze reinigen. Ist natürlich wichtig, damit die Waffe schussbereit bleibt und auch im Ernstfall wieder funktioniert. Ja, zum Einbau das Ganze natürlich dann wieder fetten. Es ist jetzt noch gut gefettet. Im Ernstfall muss man das Ganze natürlich sauber und reinigen. Hier unten befindet sich immer ein bisschen Schwarzpulver. Das Ganze muss man entfernen, denn irgendwann sammelt sich so viel an, dass es dann auch wieder gefährlich werden kann. Da muss man wirklich drauf achten. Genauso wie hier unten, hier in dem Bereich. Hier befindet sich dann auch immer eine Menge Schwarzpulver, was nicht verbrannt wurde. Das sollte man natürlich auch immer entfernen. Muss man jetzt nicht nach jedem Schuss entfernen, so ist es jetzt nicht. Aber ich sage es mal so, wenn man einen Fieldstrip macht, sollte man auch den Handschutz hier vorne abnehmen und einfach den ganzen Bereich einmal komplett von Schwarzpulverresten befreien. So, um den Verschluss jetzt wieder einzuführen, einfach wieder hingehen und das Ganze jetzt wieder reindrücken. So, bis der Verschluss komplett drin ist. Muss ich selber kurz schauen. So, jetzt ist der Verschluss komplett drin. Und jetzt hat man die Möglichkeit, den Sicherungsstift wieder hier einzuführen. Das ist jetzt etwas knifflig, wie auch beim Entfernen. Einfach ein bisschen Liebe. Und jetzt hat man den Sicherungsstift wieder drin. Jetzt klappt man das Ganze wieder hoch, den Knopf wieder reindrücken und das war auch schon der Fieldstrip. Mehr muss man nicht machen. Man sieht also, das Ganze ist sehr wartungsarm. Man könnte natürlich, wenn man zu Hause ist, noch den Hahn rausschrauben, das Ganze dann einölen. Muss man aber nicht. Am besten überlässt man das sowieso einem Büchsenmacher, wenn man das wirklich machen möchte. Für ein einfaches Säubern reicht das wirklich, wenn man den Verschluss entfernt und den Handschutz entfernt und dann dieses ganze Gebiet hier einmal komplett sauber macht. Und natürlich die ganzen Stellen wieder einölen. Das ist natürlich ganz wichtig. Ja, warum jetzt speziell dieses Sharps-Gewehr für Prepper so interessant ist, werde ich euch erzählen. Ich habe nämlich ein paar Vorteile zu nennen. Und ein Vorteil ist zum Beispiel, dass man die Munition selber herstellen kann. Das ist ganz einfach, denn diese Geschosse bestehen aus Blei, fast aus reinem Blei. Und das Einzige, was man benötigt, ist eine Gießkokille, das heißt eine Form, um diese Projektile herstellen zu können, und Blei. Viel mehr braucht man nicht wirklich. Blei findet man überall, ob es jetzt im Anglerbedarf ist oder im Baustoffbereich. Überall findet man welches. Ja, ein weiterer Vorteil ist, dass Schwarzpulver
kann man ebenfalls herstellen. Natürlich nicht in Friedenszeiten, ist verboten, ja, nur um das nochmal anzumerken. Allerdings, die Möglichkeiten gibt es dazu auf jeden Fall. Und es ist auch wesentlich einfacher, als Nitrocellulose herzustellen oder sonstiges. Ja, das Gewehr an sich ist wartungsarm, da es halt nicht viele bewegliche Teile hat. Ist auch sehr wichtig, gerade in einem Fall, wo, ich sage jetzt mal, Büchsenmacher nicht mehr so oft anzutreffen sind. Ja, wie bereits gerade eben vorgestellt, das Gewehr kann mit mehreren Patronenarten geladen werden, also Papierpatronen, Messingpatronen oder im Ernstfall halt auch ohne Hülse. Das heißt, das Geschoss wird einfach nur geladen. Und das sind halt sehr gute Vorteile, die für dieses Gewehr sprechen. Ja, natürlich habe ich auch ein paar Nachteile, so ist es ja nicht. Ein großer Nachteil ist zum einen, dass nur einzelne Schüsse geladen werden können. Das heißt, man hat jetzt nicht die Möglichkeit, wie bei einem Repetiergewehr, einfach die ganze Zeit durchzuladen, so wie man lustig ist. Das heißt, der Ladevorgang an sich dauert natürlich ein bisschen, ist allerdings auch wesentlich schneller als jetzt zum Beispiel bei einer Armbrust. Ja, die Zündhütchen sind sehr schwierig herzustellen und diese müsste man halt als notwendiges Mittel in großen Mengen lagern. Das ist natürlich ein Nachteil. Alternativen gibt es allerdings, und zwar kennt man diese Zündplättchen von Karnevalspistolen, zum Beispiel diese roten Ringe. Diese kann man ebenfalls als Zündhütchen benutzen. Das ist kein Witz, das funktioniert wirklich. Oder auch diese Zündstreifen, und das ist auch gar nicht mal so abwegig, denn in diesen Sharps-Gewehren wurden wirklich Zündstreifen verwendet. Das heißt, diese Zündstreifen, wie man sie von Kinderpistolen kennt, wurden früher auch für diese Sharps-Gewehre genutzt, natürlich mit einer etwas höheren Ladung. Allerdings ist es da wahrscheinlich auch nicht so schwer, sich da selber etwas zu improvisieren. Ja, ein weiterer großer Nachteil ist die große Rauchentwicklung wegen dem Schwarzpulverabbrand. Das heißt, ein verdecktes Operieren ist fast unmöglich, weil man diese Rauchschwarte halt über mehrere hundert Meter hinweg sehen kann. Das ist halt der Nachteil gegenüber von raucharmen Pulvern, wie zum Beispiel Nitrocellulose. Allerdings muss man dann halt auch Abschnitte machen, ist ganz klar. So, dann kommen wir noch zu ein paar rechtlichen Hinweisen, was auch ganz wichtig für dieses Gewehr ist. Denn auch wenn das Gewehr an sich keine Voraussetzungen benötigt, außer das vollendete 18. Lebensjahr zum Erwerb, gibt es für das Schießen doch bestimmte Voraussetzungen. Eine Voraussetzung für das Schießen wäre zum einen der Bedürfnisnachweis. Ja, Bedürfnisnachweis kennt jeder, der eine WBK machen möchte, beziehungsweise wer eine WBK erhalten möchte. Man muss sich also in einem anerkannten Sportschützenverein befinden, um die nächste Voraussetzung erhalten zu können. Das wäre nämlich der Pulverschein nach § 27 Sprengstoffgesetz. Um diesen zu erhalten, benötigt man neben dem Bedürfnisnachweis einen besonderen Pulverlehrgang nach § 32 und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 34 Absatz 2 Sprengstoffgesetz. Das ist jetzt natürlich ein bisschen viel Tobak, allerdings, wenn man sich da ein wenig reinliest, ist es doch nicht mehr so schwierig zu verstehen. Möchte man aber jetzt nur mal wissen, wie es ist, mit solch einem Gewehr zu schießen, benötigt man nicht zwangsweise eine der oben genannten Voraussetzungen. Hat man zum Beispiel einen Bekannten, also einen guten Bekannten, der einen solchen Schein und die nötige Erlaubnis besitzt, kann man ihn fragen, ob er ein sogenannter Pulverpate für einen sein möchte. Man macht also eine Art Gastschießen. Das heißt, der Pulverpate lädt am Schießstand in einem speziellen Bereich die Patronen, die dann dem Gastschießer, also in dem Fall dann halt man selber, erst kurz vor dem Schuss ausgehändigt werden. Und dann kann man auch mit diesem Gewehr schießen, ohne irgendwelche Voraussetzungen. Zusätzlich muss allerdings der Schießstand an sich für dieses Schießen mit Schwarzpulverwaffen zugelassen sein. Das heißt, er muss einen bestimmten Bereich haben, in dem dann die Patronen geladen werden. Das ist ganz wichtig, um eben dann mit diesem Gewehr schießen zu können. Ist allerdings auch bei allen Schwarzpulvergewehren so. Das ist jetzt nicht nur beim Sharps-Gewehr so, sondern bei allen Vorderladern oder Hinterladern, die es halt in diesem Bereich gibt. Ja, das war es dann also auch schon vom zweiten Teil zum Sharps Karabiner im Kaliber 45. Ich hoffe,
Ich konnte euch einiges über dieses Gewehr erklären und ich hoffe natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch und ich würde mich auch über Kommentare freuen. Wer mich noch nicht abonniert hat, der kann auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt und noch weitere Dinge über das Thema Prepping. Dann könnt ihr auch noch bei Facebook vorbeischauen, würde mich auch sehr freuen. Bei uns im Forum dürft ihr gerne über solche Dinge mitdiskutieren. Wir diskutieren über alle Themen, über Prepping, Survival und so weiter. Dort dürft ihr gerne auch mal vorbeischauen. Wir freuen uns wirklich über jedes neue Mitglied. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und stay tuned and be prepared.